Ja, damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Avatar von Tears of Pandora. Wie ihr schon seht, sind wir auf dem Weg, diese Aufgabe jetzt mal abzugeben. Fliegen wir! Denn wir machen das feierliche Wandgemälde. Ich mache doch wieder Nebenquests. Ich könnte kürzen. Aber ich will das schnell mal abgeben und das können wir ja vielleicht eine schnelle Zeit, ne? Tut mir leid. Aber danach denn. Danach wirklich. Wir geben das jetzt ab und dann machen wir Hauptquests. Ich versprech's. Versprech's hoch und heilig. Danach ist es egal, was passiert. Mal ganz kurz. Zack. Braucht das nicht immer. Da haben wir nämlich gerade letzten Folge Glück gehabt, dass wir uns in den Tod gestürzt haben. Oder fast in den Tod gestürzt haben. Und dann damit Glück hatten. Sag mal, hätte ich eigentlich hier rein gemusst? Ich bin da bloß zu den Zellen. Wenn ich jetzt hier rein gemacht wäre, hätte ich das vielleicht entdeckt. Genau. Super. Einmal ein bisschen was klauen ihn. Herstellen jetzt nicht. Mal einmal umschauen. Die ihre Körbe leer plündern. Okay, mein Inventar ist voll. Hier vielleicht mal gucken, was die hätten. Eine Dämmerfrucht. Ist das nicht so einer? Das ist eine Rindenfrucht. Habe ich denn eine Dämmerfrucht? Gibt es hier einen Korb für mich? Nee, kann ich nicht. Ich suche ganz kurz, ob wir irgendwo unseren Ausrüstungskorb hier haben. Achso, das sind glaube ich die Heidinger. Habe ich hier keinen Ausrüstungskorb? Ah, zumindest sehe ich gerade nicht wirklich einen. Schwere Bogensehne. Als Modi. Wildtierschaden. Oder gar keinen Schaden. Dann machen wir Wildtierschaden drauf. Bevor wir gar keinen Schaden drauf haben. Okay, dann gehen wir jetzt diese Malerei ab, dass das irgendwie. Ist er wohl auch nicht gut die zu Schönheit sprechen. Wird so. Sieh dir die Farbe an. Sehr aufregend, aber auch zart. Eine Farbe der Weber. Nope, wird nicht besser. Wo ist ein Typ? Nein, aber sie macht jeden Ort, an dem sie geht, zum Ziel. Nun, ich mag es. Ist hübsch. Oder? Hübsch. Sieh es dir genau an. Sauge sie nicht ein. Fühl die Emotionen. Ich kann das Flattern der Flügel der Kinglor hinter mir fast spüren. Wir haben was Tolles geschaffen. Was für eine langweilige Rüstung. Nein, aber sie macht jeden Ort, an dem sie geht, zum Ziel. Die Sinfer folgen ihr, während sie versucht, ihren Schwarzmarkt zu schützen. So, ja, quatscht mal nicht so viel. Ich will einmal hier hoch und ich will einmal dorthin. Einfach nur, weil es hier wirklich direkt in der Nähe ist. Das wird teuer für die RDA. Ja, genau. Und Mercer mag es nicht teuer. Da ist das, ne? Einfach nur, weil es wirklich direkt hier in der Nähe ist. Und vielleicht Skillpunkte bedeutet und vielleicht ein Level-Up für uns bringt. Und danach machen wir ja Schnellreise. So, upsa. Ja!
Oh, es ist ein Ausrüstungskorb für unsere Ikram. Mal gucken. Was haben wir Schönes? Violetter Ockerschmuck fürs Käppchen. Okay, ist das gleiche, nur ein Lila. Ein Lila finde ich schöner. Ich verstehe aber gar nicht, warum der mal das umändert. Bin der Meinung, ich habe immer diese Bänder hinten drin. Hübsch bist du. Hübsch bist du, meine Kleine. So, und dann einmal das da. Ich kann leider auch nicht erkennen, was es ist, aber ich gehe mal von so einem Gesundheitsbaum aus. Da ist er, glaube ich. So. Und jetzt machen wir Hauptquest. Was ist das? Na denn. Dann geht's wahrscheinlich noch um irgendeine weitere Gruppe. Na gut. So, vereinte Kräfte. Die Sessor wollen die ganze Wut gemeinsam mit dem Widerstand der ADE auslassen. Solix sagt, ich soll die Absauganlage von ihnen angreifen. Gehe zur Anlage in der Steinerne Feste. Verfolgung. Stufe 12 Basis. Dann machen wir uns dahin. Ganz kurz diesen Punkt hier weg. Warte mal, bist du meiner oder bist du nicht meiner? Hallo. Das sieht nach sehr viel Spaß aus. Na, dann wollen wir doch mal. Ist er wohl auch nicht gut zu sprechen. Nein, aber sie macht jeden Ort, an den sie geht, zum Ziel. Die Sessor folgen ihr, während sie versucht, ihren Schwarzmarkt zu schützen. Sie ist gierig und dumm. Das wird teuer für die RDA. Ja, genau. Und Mercer mag es nicht teuer. Flugabwehrtürme. Au. Das ist ja nicht so schön. So, denn fliegt in Sicherheit. Dann muss ich da auch nicht hinkommen. Versteinerter Baum. Ja, und den wollte ich noch tippen. Daylan, was kannst du mir über die Basis sagen? Okay, also es ist eine Anlage zur Gasgewinnung und Aufbereitung. Du musst einen Weg zu den Einspritzventilen finden. Naja, Winston killt mir die Nase. Winston, sehen uns die Abwehrtürme nicht von hier drin. Also, wenn wir selber hier rumlaufen, gibt es die Türme nicht. So, yippee. Yippee. Dieser Ort ist weitläufig. Weißt du, wo die Injektoren sind? Unter der Erde, in den
greift von der Seite an. Ich muss ja nicht alles machen, ne? Können ja mal gucken, ob wir direkt dahin kommen, wo wir hinwollen. Natürlich nicht. Ich habe jetzt nicht irgendwie Lust, die ganze Anlage auseinanderzunehmen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay, bin drin. Kämpfe hart und wir werden siegen. Sie wird zufällig gleich richtig hier laufen? Oh, das ist ja. Ist ja mal ein Träumchen. Da ist wer sauer da oben. Naja. Können sie ja. Ich mach trotzdem weiter. Muss ich wieder bücken? Nee, das passt noch. Übrigens sind wir in der Hauptquest. Ich wollte es nochmal sagen. Wer hat mit Spezialmunition ist voll okay. Darauf kann ich, glaube ich, verzichten. Aber ganz kurz. So, so, nee, so und so. Dann tausche ich nämlich das schneller. So. Hallo? Muss mich kurz kratzen? So. Hallo? Wo muss ich hin? Betritt die Gasmine. Wo denn? Bin schon gespannt, was auf diesem Mond mich noch töten will. Daylan, ich? Was sind die Injektoren? Sie pumpen Flüssigkeit in den Boden, um an das Gas zu kommen. Sie dürfen da nicht rankommen, also musst du zuerst die Pumpe sabotieren, okay? Sei schnell, bevor sie zurückgesetzt werden. Meinst du? Ist das gut für dich? Na, ich glaube nicht, dass es ins Gasrennen gut wäre. Aber das muss er ja wissen. So. Dein Fehler. Hier. Noch einmal. Bisschen Munition und Pfeile zurückholen. Dann machen wir hier mal ein bisschen was kaputt. Upsi. Tut mir irgendwie sorry. Jetzt bumm gleich. Bleib mal. Ja, das macht bumm. Ich wollte sagen, ich bleib mal ein bisschen auf Abstand. Irgendwie so vom Gefühl her. Es klang nicht gesund. Na, dann geht's weiter. Sehr. Uns geht's gut, soweit.
Noch solltest du nicht kaputt gehen. Klingt toll, aber wir stecken im Kampf. Oh, sorry. Manchmal vergesse ich, dass ich am Funkgerät sitze. Das war so ein schöner Schwachstellenschuss, geil. Halt, Touch-Taste. Ich dachte, das wär's gewesen. Dachte ich auch. Drecksack, jetzt muss man einen Schritt weitermachen können. Ich muss so lange spannen dafür. Bleibst du mal irgendwo stehen? Okay, das ist zu weit. Bastard. So. Nehmen wir für die Kleinen den kleinen Bogen und auch hin und her. So, habe ich hier Möglichkeiten. Sammel, sammel, sammel. Brauche ich Munition? Nö. Jip, jip. Immer weg. Sehr schön. Injektoren abgestellt, Daylan. Du kannst den Rohren folgen bis zur... Wie war das noch? Fluidfertigung, ja. Sie nennen sie die Zecke. Die Kit. Also ihr macht euren Job nicht gut. Ich meine, ich habe da gerade runtergeguckt und ihr kam dort aus der Tür rein und seid hier ganz gemütlich. Ich habe mich noch kein bisschen mitgekriegt. Gutes Personal ist, glaube ich, schwer. Die arme ADE. Alma, ich dringe weiter in die Basis vor. Sei aber vorsichtig. Es sind bestimmt noch welche drin. Was ist da draußen los? Wir haben die ADE überrascht. Sie dachten nicht, dass wir mit den Na'vi zusammenarbeiten. Es sind leider ganz schön viele. Na, dann passt mal auf euch auf da oben. Dann machen wir hier unten weiter und ihr oben. Haja! Kiste. Oh, ein ausgezeichneter Beinschuss. Moment, da muss ich gucken. Wir haben 40. Das ist eine Mutt. Ah ja, immerhin. Wir haben Reitscharen und wurden auf gleitender Treffer. Das ist fast ein Level up. Wir sind so knapp vor Level up. So, wo muss ich denn jetzt hin? Den Rohren folgen. Ja gut, wenn das jetzt hier auch als die Rohre zählt. Die Zecke ist garantiert irgendein Suchding, wa? Das ist auch gut. Haja! Alle sind militärischen Mitarbeiter zu den Sammelpunkten.
Runter oder hoch? Wir machen mal hier lang. Spezialmunition. Zu den Rohren folgen, aber naja. Die RDA hat ihre Truppen neu aufgestellt. Sie leisten heftigen Widerstand. Ist das schlimm? Es ist chaotisch. Ich bin kein General, aber gegen Menschen und Navi zu kämpfen, verwirrt sie wohl. Wir sollten Sully Scharfschützen. Armer, hallo? Alles okay? Wir können Sorry, wir sind okay. Zur Not nochmal runter. Erreiche vor außer dem Bereich der Ab. Den Verarbeitungsbereich. Sie haben die Hütte zerstört und jetzt sind wir da. Das ist eine Basis und kein beschissener Außen. Nase killert! Hebel ziehen! Für was eigentlich? Voll. Ja, mal mit. Weiter zur Verarbeitung. Hier verarbeiten Sie das natürliche Gas zu Chemikalien zur Herstellung von Entzugsflüssigkeit. Da wird viel Druck in diesen Rohren herrschen. Wie nennt Alma das? Eine Achillesferse? Achillesferse. Eine Schwachstelle. Also sind wir doch richtig. Das ist doch schon mal was. Gut zu wissen. Okay. Aber ich werde jetzt hier mal die Aufnahmefolge machen, die Aufnahmepause machen. Folgenende. Und wir werden beim nächsten Mal dann dort weitergehen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis morgen, hoffe ich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.